Ja, ich bin nicht so optimistisch, weil, wie gesagt, die bisherigen Spiele waren nicht dazu angetan, dass man wirklich optimistisch in die Zukunft schauen kann. Der Trainer hat meines Erachtens erkannt, an was es liegt, und man hat auch versucht, spielerisch ein bisschen an den Stellschrauben zu drehen. Aber ob das letztendlich, ich kann das nicht beurteilen, ob der Herr Zuber und der Herr Eswein, ob die jetzt so dazu beitragen, dass der VfB wieder in die Erfolgsspur kommt. Die Motivation ist irgendwie nicht da, die Spielqualität ist nicht da und das reicht im Moment einfach nicht, denke ich. Ich denke, jetzt sind alle Verletzten wieder zurück und neue Transfers auch für die Offensive. Geht was. Ich hoffe es, dass er in die Erfolgsspur kommt. Die haben jetzt einen neuen Mitspieler gekauft. Also ich hoffe mal, dass er was bewirken kann und dass er sich von den Altlasten trennt mal. So Backstube und so, wie die alle Häuser da, die ganze Kamerade. VfB ist gerade abgestiegen, oder? Oh nein, die sind erste Liga noch, aber. Ja, ist kritisch. Ja, Ich genau. weiß. Ja. Es ist eine sehr wechselhafte Mannschaft, die rauf und runter, fieberkurvenartig rauf und runter geht. Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Ich hoffe, dass er sich anstrengt. Muss er ja. Und er sollte nicht mehr absteigen. Und ja, ein bisschen Glück gehört auch dazu. Und bis jetzt hatten sie mehr Pech als Glück. Und ich denke, dass diesmal Glück wird sie mehr begleiten.